Kommen euch diese zweideutigen Anspielungen bekannt vor? Schon ein Punkt zwischen zwei Klammern wird zu einem Busen und ein O zu einem Kussmund. Davina Samaselli genügen Buchstaben und Satzzeichen, um daraus mit Brüsten, Geschlechtsteilen oder Mündern erotische Gedichte zu kreieren. Schluss mit lüsternen Emojis und zweideutigen Zeichnungen, um sich anzuheizen. Unser gutes altes Alphabet hat noch lange nicht alle Register gezogen. Wir wollten zeigen, dass die Typografie auch sehr sexy und erotisch sein kann. Man muss sie nur ein wenig entkleiden. Wir stellen vor, Davina Samaselli, alias L'Imprimeuse, was so in etwa die unverschämte Druckerin heißt. Die Schriftsetzerin nimmt die Typografie gern beim Wort. Auf Postkarten, Postern oder Deckblättern spielt sie mit der Sprache. Und mit umgedrehten Akzenten gelingt es ihr, das erotische I-Tüpfelchen aus unserem Alphabet herauszuholen. Ich sehe schon die Verbindung zu den Emojis, durch die wir heute in Chats oder Kommentaren bestimmte Emotionen ausdrücken. Derzeit wird immer öfter die Aubergine oder der Pfirsich für bestimmte Formen verwendet. Das ist ganz poetisch, aber für mich auch etwas vulgär. Ich finde es eleganter, mit Klammern und Punkten einen Busen oder Po darzustellen. Eleganter und irgendwie auch verrückter, denn wir nutzen das, was da ist und was wir schon seit jeher kennen. Klingt nach einer Kriegserklärung an die Bildschirmgrafik, welche die Typografie abgelöst hat. Ich sitze vor dem Bildschirm, um schließlich eine Arbeit auf Papier abliefern zu können. Dahinter steckt die gleiche Materie, die gleiche Kreativität und die gleiche Liebe. Doch das Spielen mit Buchstaben und Formen ist keine Erfindung der Chats und sozialen Netzwerke. Guillaume Apollinaire eröffnet mit seinen Kalligrammen 1918 den Reigen und verändert unsere Sicht auf das Alphabet, indem er Zeichnungen aus Buchstaben kreiert. Dann treten die Dadaisten und Surrealisten auf. Für Zara oder Picabia sind Worte, Sätze und Sprache reine Konventionen, die nichts Spontanes oder Freies ausdrücken. Dann entdeckte ich die Arbeit von Jérôme Peignot und dessen Buch Typoesie mit zahlreichen Typogedichten. Das ist ein wunderbares Buch und war für mich, als ich begann, als Druckerin zu arbeiten, eine großartige Entdeckung. In den 70ern stieß ich dann auf Robert Massin und Pierre Faucheux, die tatsächlich die ersten modernen französischen Grafiker waren. Sie haben das Taschenbuch entwickelt und damit die französische Literatur revolutioniert und auch einen neuen Zugang zu Literatur und Büchern aufgezeigt. Mit Buchstabenspielereien und Lautmalerei wollen sie die Codes und Normen der Sprache auflösen. Die Typografiekünstler setzen auf die Ökonomie der Mittel. Weniger ist mehr, in einer Zeit, in der immer mehr Bilder unsere Bildschirme und Leben überfluten. Und plötzlich erkennen wir die visuelle und figurative Kraft eines einfachen Buchstabens. Ein Schriftzeichen ist in erster Linie eine Form und damit eine Zeichnung. Man betrachtet es zuerst, bevor man es liest. Wenn uns erst die Form der Buchstaben interessiert, verändert das nicht unsere Beziehung zum Alphabet und zur Sprache? Davina sieht in den 26 Buchstaben und Satzzeichen des Alphabets sinnliche Formen. Nicht mehr der Buchstabe als Zeichen oder Symbol ergibt einen Sinn, sondern seine Form. Zum Flirten sind also lange Reden über einen schönen Hintern sinnlos. Das geschwungene Anhängsel des Buchstabens Q in gotischer Schrift sagt auch alles.